So, dann machen wir ja Part 3 hier von Kirby Streamland mit. Wie war das jetzt? Hoch, Select und A. Hier war A. Extra Game. Ah ja, okay. Und Start. Green Greens. Jetzt spielen wir das Ganze auch schwer. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir können es ja wenigstens mal probieren. Siehst du gleich, die ersten Gegner machen schon andere Sachen. Oh Gott, die haben jetzt hier total komische Pattern. Ja, genau, fickt euch doch alle. Was ist das denn? Ihr braucht gar nicht so zu lachen. Das ist, hier ist auch noch auf irgendwie ein Kuchen, der total abkackt. Und da drin ist auch noch ein Geist, keine Ahnung. Machen wir erstmal Heilung hier. Letztes Mal haben wir sie nicht gebraucht, diesmal brauchen wir sie. Schön. Ja, das wird ja lustig, ja. Kuchen essen ist lecker, aber ausspucken, weiß nicht. Kommt auch komisch. Egal, hauen wir dem nochmal ins Gesicht und den Kuchen essen wir sofort auf, bevor der irgendwas macht. Oh nein, wieder diese komischen Terrorküken. Ach egal, schnell in den Stern oder also Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß auch nicht, wie der Endpost dann abgeht. So, machst du nur wieder dasselbe oder? Ja, boah, genau. Ja, ja, genau. Ja, kann ich vielleicht mal dein Pattern lernen oder sowas, dass du mal irgendwie mal die Schnauze hältst kurz? Ja, und weg und jetzt. Bam. So. Vergiss es. Und. Ja, Hauptsache die Äpfel drehen nicht noch durch oder so. Bam. So. Kuchen auch weg. Oh Gott. Was ist mit dir denn? Ja doch, die Gegner sind jetzt doch deutlich aggressiver. Haha. Vergiss es. Oh Gott. So, den machen wir auch nochmal ins Gesicht. Ja, ich hab's vorhin schon gesagt, also man sieht aber auf jeden Fall dem auch schon an, dass die ganzen Ideen für das Spiel quasi schon früher mal sich überlegt wurden. Nur, dass man halt damals noch nicht die Fähigkeiten übernehmen konnte. So. Ja, jetzt bin ich gestorben. Muss ich jetzt den Endpass noch besiegen? Ich weiß es nicht. Nö, muss ich nicht, aber ich muss wieder von hier anfangen. Naja, aber ich bin jetzt zumindest unverletzt. Kann jetzt also die Kuchen ganz gemütlich wegschießen. So, zwei Dinger gefressen. Spuck aber trotzdem nur einen Stern. Wenn ich sie jetzt gegessen hätte, wäre auch egal gewesen. Boah, super. Naja, irgendwie müssen wir schon durchkommen. Ja. Oh Gott. Ja. Oh, das ging fix. Ja, irgendwie sieht das alles schwieriger aus, als ich es kann. Also das ist schon hart. Ja, ist weg. Egal. Jeder Gegner, der mich trifft, ist ein guter Gegner. Okay. Oh Gott. Terrorküken. Oh Gott. Haha. Am Arsch, nicht mit mir. So. Okay, die Hühner machen nichts. Aber jetzt eben schnell fressen, bevor er was macht. Ja, genau, in mich reinknallen zum Beispiel. Ich habe Angst vor jedem Gegner, der hier rumläuft. Okay, ich würde sagen, ich fresse den da oben und hau ihm das gegen Latz. Okay, und das war's auch schon. Das war mal richtig knapp. Das war wirklich nur Flucht. Aber wenigstens machen die hier nichts Neues. Die können nichts anderes. Anscheinend, die sind einfach nur fett. Und ja, weil er ja Hunger hat, ist ihm das egal. So, wir nehmen uns gleich was mit. Oh Gott, ein Terrorküken. Und hopp. Gleich ins Gesicht geschossen. Aber die können anscheinend nichts. Nö, okay. Kann zwei ab. Aber hier ist wieder ein Vollheilungs... Wie hast du das Ding genannt? Maxi-Tomate. Maxi-Tomate. Ja, das wollte ich vorhin schon irgendwann mal sagen, aber mir ist der Begriff nicht eingefallen. Deswegen habe ich Maximum-Bug gesagt, weil ich das irgendwie für einen Marienkäfer gehalten oder so. So, jetzt ist der Endboss. Ich glaube, der ist jetzt auch anders. Der wirft jetzt nämlich nicht... Ja, wir können wieder uns raufstellen und uns bücken. Wenn wir uns bücken, dann sind wir halt so klein. Und wenn wir nicht bücken, sind wir halt groß. Also, so sind wir so groß wie Sui und so sind wir so... ach egal, vergesst das. Das wird er mir übel nehmen. So, wenn das guckt. Oh Gott. Ja, kannst du vielleicht auch mal was schmeißen, was ich benutzen kann? Oh, mein Gott. Ja, das ist echt nett hier, die Geschichte. Ein Leben habe ich noch, das ist ja schon mal gut. Ja, das ist super. Ich finde das total toll. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch wirklich dann... Ja, genau. Ja, blas mir noch eins ins Gesicht hier. Ja, ja, ich weiß, ich verstehe das. Letztes Mal habe ich dir in die Fresse gehauen, habe dich beleidigt und jetzt willst du dich rächen. Ja, genau. Okay, und noch eins.
gegen Latz ballern. Ja, das ist schlecht. Also irgendwie gefällt mir das gerade gar nicht. Ein Leben habe ich noch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich das machen soll. Am besten bleiben wir mal ein bisschen weiter links. Wobei, dann kann er mich ja wieder wegpusten. Ja, und bam. Ja, friss und bam. Und friss. Friss jetzt doch! Und bam. Okay, das sieht schon wieder schlecht aus. Jetzt blas aber nicht wieder so unerwartet. Oh. Bin ich tot. Was passiert denn jetzt? Game over? Nu? Ich glaube, das vergessen wir lieber. Continue. Was, oder? Kann ich jetzt wieder direkt finieren? Ja, weg ihn auf. Nein, wieder von ganz vorne. Ja, fickt euch. Nee, ach Gott. Nee, das kann ich nicht. Das kriege ich nicht hin. Ich muss die ganze Welt schaffen. Ich glaube, den Endboss packe ich nicht. Soll ich noch einen Versuch machen oder nicht? Oder soll ich es gleich lassen? Na, ich meine, wenn du eine Pussy bist, dann... Ja, jetzt hauen wir den halt weg. Das würde ich jetzt Pussy bezeichnen. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, weil das ist ein bisschen zu dick. So, hauen wir den mal weg. Hast so. Du mal was gegen Dicke hast? Ich habe nichts gegen Dicke. Ich mag Dicke. So. Und... Oh Gott! Die sind so lustig. Und auf jeden Fall... Oh. Ja, nee, doch. Ich find Dicke wirklich lustig. Die sind immer so lustig. Nein, Also, wenn ich sie angucke, meistens. Aber sonst... Ach, ich, Oh Gott, ich verliere wieder Abonnenten. Ja, genau, egal. So. Ich habe noch alle Leben. 5 Leben habe ich. Ich muss immer nur Stück für Stück weiterkommen. Ich denke mal... Oh Gott, wie war das denn jetzt mit ihm? Ach ja, er dreht ja voll durch. Ja, aber eigentlich nicht schwer. So, er ist schon mal weg. Ich muss ihn noch einmal besiegen. Das kann ich aber voll vergessen. Das habe ich ja gerade so mit 5 Abkönnern geschafft. Mit allen 6 meine ich. 6 Abkönner habe ich. Ja, Abkönner, das habe ich immer als Kind gesagt. Und deswegen sage ich auch jetzt Abkönner. Ist mir auch kacke egal, was ihr davon haltet. So, ha. Ha. So, nehmen wir uns den Apfel noch mit. So. So. Oh Gott. Oh Gott. So. Jetzt sind wir einfach hier vorgelaufen reingegangen. So. Das machen wir jetzt wieder. Ja, genauso habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ich muss nur wissen, wie, ja? Ja? Das ist schon nicht schlecht, was ich da mache. Ich bin schon ein bisschen gut, ne? Also, das ist schon nicht schlecht. Na, oh Gott, was macht er denn da? Ja, okay. Und bam. So. So. Jetzt knallen wir dem das noch gegen Latz und dem auch nochmal. Und jetzt holen wir uns erstmal die Maxi-Tomate. Jetzt habe ich mir den Namen gemerkt. Hahaha. Und guck mal, wie gut ich bin. So. Ja, da hinten ist schon wieder so ein Terrorküken. Lass mal einfach in Ruhe und gehen raus. Ja, guck mal, jetzt habe ich alle Leben, nichts verbraucht. Ich glaube, ich mach einfach einen Safe State hier. Dann können wir einfach mal gucken, ob wir das schaffen. Machen wir das Safe State am besten noch hier, muss ich nur runterfallen lassen. So, jetzt probieren wir es erstmal mit rechts bleiben. Vielleicht ist das eine scheiß Idee, aber es hat letztes Mal fast geklappt. Ja, das machen wir nicht. Oh, nicht, never ever fly. Ja, das bringt nämlich nur den Tod. Ich muss aufpassen, dass ich nach oben drücke. Ja, und bam. Naja, das ist scheiße. Ja. Der Sprung, der muss halt geübt werden. Oder wir stellen uns ganz nach links, aber dann werde ich von diesen Pustedingern getroffen. So werde ich halt nicht von den Pustedingern getroffen. Das ist halt auch schon ein Vorteil. Gucken wir doch mal. Ja, siehst du, das meine ich. Das wäre halt mir nicht passiert, wenn ich rechts stehen würde. Okay, irgendwie wurde ich jetzt auch nicht getroffen davon. Und bam. Ja. Genau. Da haben wir schon mal einen Apfel gefressen, dann kommt mir dieses Ding hier und haut mich. Ja. Ich hau einen anderen Apfel weg, super. Ich habe ihn aber trotzdem noch mitgefressen, hast du gesehen? Ja gut. Weiß ich nicht, der ist schon echt schwer. Hm. Ich wurde schon, hab schon 2 Abkönner weg, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. So. Ja. Ja, er schießt jetzt völlig unerwartet.
Jetzt kann ich nur einen ab. Der hat noch drei. Das kann ich jetzt eigentlich schon mal voll vergessen. So, hier. Zwei kannst du nur noch ab. Ja, was soll ich denn machen? Ich muss einem ausweichen und dem anderen auch. Also, das ist ja Quatsch, was die da erzählen mir. So. So. Oh, ja, berühren darf ich ihn auch nicht, oder was? Ja, nee, absolut nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich versuch's mal von oben. Ja, das macht auch gleich zwei Abkönnen. Ja. Das machen wir gleich zwei Tode. Ja, was ist denn die richtige Taktik jetzt? Also, ich würde sagen, die vielversprechendste ist immer noch hier vorne stehen. Ja. Ja, gleich zwei Treffer weg. So, dann Apfel. Birne. Und ja. Und dann hoffen, dass. Dass genug Äpfel kommen, dass ich mehr Schaden machen kann als er mir. Weil knapp wird's schon. So, jetzt guck mal hier, ich muss ihn noch einmal treffen, aber. Jetzt schießt er bestimmt in den Mund und schießt weg! Ja, ohne Safe-Set zu benutzen bisher. Also, gespeichert habe ich schon, aber nicht geladen. Ja, und das ist jetzt nur so viel Leben. Ich weiß gar nicht, wie schwer dieses Spiel werden kann. Verschenkt. Was? Verschenkt? Nö, die viel Leben. Na, verschenkt, na. Ist ja wurscht jetzt, weil wenn ich jetzt Continue mache, kann ich wieder von hier starten. Ja, genau. So. Ach so, gut. Ja, hoch oder runter? Ich nehme hier den Weg wieder. Upp. Bums. Upp. Bums. Upp. Bisher noch relativ simpel. Ich glaube, das ist der richtige Ausgang. Okay, die sind neu. Aha. Jetzt schnell weg. Okay, und weg hier. Ich habe nur noch ein Leben. Das bringt mir jetzt extrem viel. Wahrscheinlich mache ich das als alles umsonst. Ja! So seid ihr drauf. Okay. Game over. So. Okay. So, jetzt reißen wir das hier doch mal rum, das Ruder. So. Okay. Ja, es macht wieder Schaden, aber ist egal. Hauptsache, wir kommen bis zum Ende. Okay, wir müssen hier wieder starten. Oh, fickt euch doch alle. Wieso macht das jetzt auch immer so viel Schaden? Das hat er eben gerade nicht so viel Schaden gemacht. So. Ab zum Endboss. Geht doch. Nee, das reicht nicht. Oh Gott. Oh. Seid ihr Wichslappen. Und ich muss das bis zum Ende durchschaffen, glaube ich. Ja, das funktioniert. Oh! Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt, wie ich das wollte. Da kannst du unten machen, was du willst. Zu dir gehe ich erst recht nicht. Also eigentlich nur, wenn der da am zweiten kommt, sonst mache ich gar nichts. Oh! Oh! Ja. Ja, wenn er den Sprung nicht richtig macht, dann ist natürlich auch scheiße. Buh! Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Doch, so klappt das. Ja doch, das klappt. Ich muss es dann dreimal schaffen. Wieso drehst du dich dann oben? Bist du dumm? Bist du dumm oder was? Ist das eine Scheiße? Nein, ich meine, ich wollte das einfach nur so als Spannung spielen. Jetzt ist das so ein Riesenstress. Ja, komm. Setze dich hier, du Arsch. Und hopp. So. Bastard. Gut. Ich krieg auch keine Leben oder so ein Scheiß. Ja.
Ja, gehen wir mal raus hier. Oh Gott! So. Ich bin gerade noch voll und ich habe noch 2 Leben! Ich muss aufpassen, ich muss ja den Endboss noch besiegen damit. So, Heilung ist ja auch. Brauchen wir nicht. So, da ist Quatsch einzugehen. Okay, jetzt haben die ein anderes Pattern, aber ist wurscht. So, den haben wir auch gleich weg. Das können wir jetzt alle schon und dann gehen wir hier rein. Okay. So. Das ist ja wieder dasselbe, oder was? Das wäre ja nicht mal schlimm. Nur das geht. Hopp. Egal. Lauf weg! Meine Güte. Ich bin irgendwie dumm. Sollen wir nicht von vorne wegreißen? Das hat früher geklappt, aber jetzt nicht mehr. Was mache ich denn da? So, jetzt von hinten. Gut. Meine Herren. So. Ja, aber ich fand den Zwischenboss jetzt schwieriger als den Endboss. Oh Gott, Level 3. Ich weiß nicht, ich glaube, es wäre ein guter Punkt, jetzt erstmal wieder einen Schnitt zu machen. Und für mich eine kleine Pause. Safe State, alles klar. Bis dann, Leute.